Mein Name ist Daniel Grolle und ich möchte hier euch einladen zu einer Veranstaltung vom BVTQ, der Bundesvereinigung für Tai Chi Chuan und Qigong, die am 26. April zum Welt-Tai-Chi-Tag, Tai Chi und Qigong-Tag, weiß ich gar nicht, die da einlädt und etwas dazu macht. In diesem Fall werden ein paar Tai Chi-Lehrer etwas zu den Wolkenhänden machen. Die Wolkenhände sind ein ganz zentrales Element der Tai Chi-Form. Was werdet ihr da bei mir kennenlernen? Es gibt Qigong, das ist Qi ist Energie, Gong ist Arbeit, Qigong ist Arbeit am Qi. Also das Wahrnehmen von Qi, das Leiten von Qi, was auch immer dieses Qi dann ist. Und von Tai Chi Chuan. Chuan steht für Faust. Tai Chi ist ein philosophisches Prinzip auf die Kampfkunst angewandt. Wir werden also uns damit beschäftigen, wie man mit dem Qi eines Angreifers, das ist also eine bestimmte Energie, die der auf mich zubringt, wie ich die aufnehmen kann und das in meine Wolkenhände münden lassen kann und wie ich so eine Verbindung schaffe zwischen Kampfkunst und Energiewahrnehmung und Führung und Lebenskultivierung. Würde mich freuen, wenn ihr da zuguckt. 26. April. Vielleicht sehen wir uns da. Ciao, ciao.